Ja, wir begrüßen euch wieder recht herzlich, ihr Helden des Abwassers da draußen, zur neuen Folge des Abwassertalk. Wir steigen auch gleich ein. Ja, Klaus, diesmal nehmen wir ziemlich früh auf, ne? Habe ich dich beim Soundbauen unterbrochen eigentlich? Ich habe das Gartentürle, wie sagt ja hier im Schwaben Türle, des Todes gerade eingesetzt. Ich muss das heute Nachmittag noch betonieren. Aber es ist mehr Metall unter der Erde als über der Erde. Na, nur, dass du es weißt. Also das okay. Ding, wenn die Bombe fällt, wie gesagt, der Zaun steht noch. Also bei dir sind dann Schätze vergraben? Ja, das ist Altschrott, aber der ist betoniert. Da ist nichts mit vergraben. Okay. Ja, auch von meiner Seite recht herzlich willkommen zur 11. Folge mittlerweile, oder? 11. Folge, ja. Unglaublich. Weißt du, was ich am Wochenende gemacht habe? Ich habe auf meine Terrasse jetzt so ein Gartenhaus hingestellt. So ein Gartenhaus mit Überdachung, ne, wo wir dann immer grillen wollen. Und falls es mal regnet, dass man sich dann da drunter setzen kann oder dass man geschützt ist vor Sonne. Ich kann ja die Sonne nicht so gut ab. Können dann alle unsere 131 oder 132 Follower auf Instagram, können die dann alle unter deine Terrassenabdeckung dann drunter, wenn wir dann Party feiern? Das passt nicht. Vielleicht werden wir uns hinlegen und alle übereinander stapeln, aber so groß ist das nicht. Ja, gut. 132 Follower haben wir jetzt schon. Ich sag mal immer, wenn es immer 10 pro Folge mehr werden, dann sind wir in 3 Jahren bei ganz vielen. Bei mehr, ich würde mal so sagen, bei mehr. Bei noch mehr, ja. Ja, ich hatte noch eine kleine Umfrage geschaltet. Ich weiß gar nicht, letzten Donnerstag oder so war das. Hatte ich ein Foto gemacht, da war ich nochmal beim Kunden und habe da was fotografiert, habe die Frage gestellt, was es letztendlich ist. Ich habe coole Antworten bekommen. Das war natürlich ein Belebungsbecken, die Biologie von einer Kläranlage. Ich habe hier bekommen, als ich die Frage gestellt habe, was da zu sehen ist, was ich am lustigsten fand, ganz viel Kacke. War die Antwort oder was? Ja, war eine Antwort. Und anderes auch sehr kreative Antwort war Schwimmbad mit Hygieneproblemen. Natürlich auch ein lächelnder Smiley da unter. Also echt sehr, sehr einfallsreich die Leute. Aber natürlich auch viele richtige Antworten dabei, ne? Ey, da muss ich mal erzählen, Schwimmbad, ne, mit Hygieneproblemen, das war ein Belebungsbecken eigentlich, ne? Ja. Das ist ja mal dieser Mythos, kann man auf einem Belebungsbecken schwimmen? Ja. Weißt du, wie wir das mal ausprobiert haben? Ich habe mal mit einem Kumpel von mir, der ist Abwassermeister bei Nürnberg da in der Nähe, in Franken, und da haben wir uns so eine Gummipuppe gekauft und die mit 90% mit Wasser und ein bisschen Sand gefüllt. So halt so wie ein Mensch halt, ne? Ja. Und was meinst du, ist sie untergegangen oder nicht? Weißt du, sagt er immer, weißt du, so eine Gasblasen durch die Belebung, dass dann die Oberflächenspannung weg ist? Und ist sie untergegangen oder nicht? Ich würde sagen, sie ist untergegangen. Nee, ist sie nicht. Oh. Hat trotzdem geschwommen. Also es gibt ja immer den Mythos, dass keine Enten auf den Belebungsbecken schwimmen, dass die dann alle so reingesaugt werden und dann unten gefunden werden, aber es ist nicht so. Die fliegen einfach nur weg. Kennst du eigentlich diese Geschichte, das erste Mal, als ich dann zur Kläranlage gefahren bin und hab da so die Enten drauf gesehen, ne? Vorher dachte ich ja immer so Wildenten, oh, das beste Essen, was es gibt wahrscheinlich. Aber wenn man dann das erste Mal die Enten so auf so einer Belebung schwimmen sieht, ist das nicht mehr ganz so lustig, oder? Naja. Bist du noch gerne Wildenten? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, über das Problem. Ich wollte aber meine Story noch fertig erzählen. Ach so, sorry. Ich hab ja dann bei uns in der Firma die Gummipuppe als Betriebsausgabe eingereicht. Das war eine geile Diskussion mit der Buchhaltung, naja. Ihnen zu erklären, warum die Gummipuppe Betriebsausgabe sein muss. Aber naja, okay. Lass uns mal einsteigen mit unserer Kategorie Abwasser einfach geklärt. Ja, so machen wir das. Wir haben ja später noch einen Gast, den holen wir auch gleich mit dazu. Aber vielleicht in Anlehnung an des Gastes. Ich schicke schon mal die E-Mail. In Anlehnung an Jenny haben wir natürlich auch eine passende Frage mitgebracht, weil sie arbeitet bei einer Behörde und wir wollen mal ein bisschen mehr auf diese gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehen und mal fragen, wie so ein Behördenkopf denkt. Und ja, die sind auch Wasserwirtschaftler, also wir wollen die nicht diskriminieren, das ist auch wichtig. Genau, das ist eine Säule unserer Wasserwirtschaft. Und so ohne diese Säule würde die Wasserwirtschaft natürlich auch wieder nicht stehen. Da würde jeder machen, was er will. Ganz genau, nicht was er soll. Und in Anlehnung dessen haben wir natürlich einfach mal die Frage mitgebracht, was ist eigentlich das Wasserhaushaltsgesetz? Klaus, erzähl doch mal.
Ja, das Wasserhaushaltsgesetz gibt eigentlich den Rahmen vor für alles, was mit dem Wasser passiert. Also meine Lieblingsregel im Wasserhaushaltsgesetz ist eigentlich, es ist alles verboten, es sei denn, du hast eine Erlaubnis. Ne? Okay. Also das ist zum Beispiel sogar verboten, Wasser mit einer Pumpe oder einer kleinen Gartenpumpe aus dem Fluss zu entnehmen, nur mit Schöpfgefäßen. Ne? Also grundsätzlich gilt, alles mit Wasser ist verboten, außer du hast eine Erlaubnis, das zu machen, zu verschmutzen, zu entnehmen und so weiter. Also das Wasserrecht, das ist bundesweit geregelt. Seit ein paar Jahren ist das umgestellt worden, ist jetzt ein Bundesrecht. Dann haben die Länder ihre Landeswassergesetze. Und europaweit ist oben drüber nochmal die Wasserrahmenrichtlinie, weil es natürlich Sinn macht, die Flüsse im Ganzen zu betrachten. Und man verspricht ja immer von gutem Zustand. Da könnten wir die Jenny nachher mal fragen, was der gute Zustand eines Gewässers ist. Das kann sie uns sicherlich erklären. Und unter dem Wasserhaushaltsgesetz, wie gesagt, gibt es die Landeswassergesetze und darunter natürlich die Satzungen der einzelnen Wasserverbände sozusagen. Genau. Ja, die Wasserbehörden, die passen natürlich auf, dass das alles eingehalten wird. Genau. Es wird dann immer konkreter für jede Kommune. Also es wird sich grundsätzlich an dem Wasserhaushaltsgesetz orientiert. Ist natürlich auch Pflicht. Dann gibt es landesweite Verordnungen, die für das jeweilige Bundesland zutreffend sind. Und das geht dann bis zu den einzelnen Satzungen von den Zweckverbänden nieder, wo dann nochmal explizit drin steht, wie was umzusetzen ist und was zu befolgen ist für die Einleiter, für die privaten Haushalte, für die Unternehmen und so weiter. Also es wird immer konkreter. Also an alle, die es mal interessiert, schaut einfach mal in eure Satzung von eurem Zweckverband oder von eurem Kanalnetz, Kläranlagenbetreiber, und dann könnt ihr euch mal einen groben Überblick verschaffen. Gut, Klaus, dann holen wir mal Jenny mit dazu. Ja, Jenny ist mit dabei. Hallo Jenny. Hi. Wie geht's dir? Ja, hallo. Wir hatten gerade noch ein paar technische Schwierigkeiten, aber jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du mit dazugekommen. Bist du im Homeoffice oder wo erwischen wir dich gerade? Ja, ich bin im Homeoffice und merke durch regelmäßiges Homeoffice, wie scheiße unser Internet ist. Entschuldigung. Ja, das kann halt nicht überall in den ländlichen Regionen so gut sein. Aber ich glaube, da ist ja Deutschland dran, mehr oder weniger. Das kriegen wir alles hin, denke ich. Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und bei uns jetzt im Podcast zu Besuch bist. Wir freuen uns. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, was du machst, wo du herkommst. Ja, mein Name ist Jennifer Taborski. Ich arbeite bei der unteren Wasserbehörde im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Das ist so südwestlich von Berlin. Speckgürtel Berlin haben wir ein bisschen, Speckgürtel Potsdam haben wir dabei und die Stadt Brandenburg haben wir noch im Speckgürtel. Also wir haben sowohl ländlichen Raum als auch noch recht dicht besiedelten Raum. Ich habe Wasserwirtschaft studiert in der FH Magdeburg und habe 2009 abgeschlossen und bin dann in die Welt der unteren Wasserbehörden eingestiegen, habe früher in Oberhavel gearbeitet, in Oranienburg, und bin jetzt halt in Potsdam-Mittelmark gelandet und habe mich da spezialisiert auf das Thema Schmutzwasser. Das ist genau unser Thema. Das passt ja genau zu unserem Abwassertalk quasi. Wie die Faust aufs Auge. Wir hatten gerade noch, Jenny, wir machen ja vorher mal so eine einfache Kategorie für Laien, das Thema Wasserhaushaltsgesetz und so weiter. Und du bist ja quasi die das dann durchsetzen muss, dass das auch so funktioniert. Und da hatten wir dann die Frage noch, was ist der gute Zustand von Gewässern? Erklär uns das doch mal. Kann man das eigentlich sagen, dass du die Abwasserpolizei bist? Okay, drei Fragen auf einmal gefühlt. Also eine Abwasserpolizei, jein. Also ich achte schon drauf, dass überall das Richtige rauskommt am Ende, aus großen Anlagen, aus kleinen Anlagen, aus Anlagen, die direkt in Gewässer einleiten, aus Anlagen, die indirekt einleiten, also in die öffentliche Kanalisation. Aber als Polizei würde ich mich nicht, also ich kann es feststellen und gebe es der Polizei weiter, wenn es schief läuft. Okay, super. Und guter Zustand von Gewässern ist abhängig, was ich für ein Gewässer am Ende habe eigentlich. Also manche sind schon gut, manche noch nicht so gut, und welche, die künstlich hergestellt haben, da braucht man natürlich nicht so viel hergestellt sind. Gewässer, die künstlich hergestellt sind, brauchen natürlich nicht so hohe, hat man nicht so hohe Erwartungen dran wie ein natürliches Gewässer. Da werden Riesenunterschiede gemacht, das kann man nicht pauschal sagen. Also ein Kanal wäre jetzt nicht so ein großer, der Mittellandkanal in Deutschland, der wäre jetzt nicht so eine Riesenanforderung wie zum Beispiel an die Elbe. Richtig. Das kann genauso sein. Die Frage ist aber auch, wohin fließt er im Endeffekt? Okay. Also die Größe ist dann auch wichtig und wie viel Wasser da fließt und so weiter.
Genau, da spielt ganz viel eine Rolle. Also wir haben hier im ländlichen Raum ein paar kleine Flüsse, da ist manchmal, bleibt dann nur noch das Schmutzwasser aus einer kommunalen Kläranlage übrig. Die trocknen sogar so weit manchmal aus und trotzdem sind sie sehr relevant, natürlich eigentlich, und aber zu jetzigen Jahreszeiten, wo es sehr trocken ist, eben, ist das manchmal schwierig. Ja, ist doch ganz interessant. Also wir haben uns ja speziell jetzt auch mal jemanden von der Behörde ausgesucht und haben dann an dich gedacht, weil wir ja vorher schon Kläranlagenleiter hatten. Wir hatten jetzt beim letzten Mal jemanden zum Kanalbetrieb. Wir hatten schon was über Ratten und Geruch, aber wir haben noch nichts über, wie denn die ganze Wasserwirtschaft so funktioniert, uns überlegt. Und deswegen musst du uns so ein bisschen ja auf den Stand bringen. Kommt es eigentlich dazu hin, wie so eine Kläranlage, ja, wie die einfach entsteht? Da seid ihr ja quasi die Vorgaben machen, ne? Wie läuft das? Also es gibt ja Wasser- und Abwasserzweckverbände. Manchmal machen es auch die Gemeinden selber, die Schmutzwasserentsorgung. Der das macht, der stellt bei uns im Grunde genommen den Antrag, dass er jetzt einen Ort oder irgendwas über eine Kläranlage entwässern möchte und reinigen möchte und irgendwo einleiten möchte. Und dann kommen wir von der anderen Seite und gucken, inwiefern rechtlich es passt und welche Regelungen dafür eingehalten werden müssen. Welche Verordnungen, Gesetze und sowas hast du eigentlich als, ich sag mal, nebenbei immer liegen, wo du reinschaust? Welche sind so dein tägliches Brot? Also sehr viele. Das Hauptgesetz ist natürlich das Wasserhaushaltsgesetz, das ist das Bundesgesetz sozusagen, was es regelt. Ich bin im Land Brandenburg tätig, also habe ich noch das Landeswassergesetz, das brandenburgische Wassergesetz, und dann gibt es noch die Abwasserverordnung, die einiges regelt zur Einleitung. Das sind die großen, und dann gibt es ganz viele Extra-Regelungen von den Ländern selber, also da, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Also das sind so viele manchmal, dann die technischen Regelwerke, die zum Stand der Technik und alles gehören, sind natürlich auch immer dabei und offen. Daran muss man sich ja auch halten, oder dafür sorgen wir, dass sich daran gehalten wird. Also da gibt es sehr viele, aber das sind die drei großen, sage ich jetzt mal, im Abwasserbereich. Wo schaust du eigentlich rein, wenn es jetzt irgendwie gesetzliche Neuerungen gibt? Schaust du da mal in die KA, oder wo schaust du da rein, um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben? Also die Behörden werden durch die Ministerien selber eigentlich ganz gut auf dem aktuellen Stand gehalten. Da wird eben gesagt, und hier, das wird überarbeitet, weil wir als Länder oftmals auch Mitspracherecht haben oder irgendwas dazu sagen dürfen, wenn irgendwas neu gemacht wird. Dadurch bekommt man das eigentlich schon mit, weil man vorher schon beteiligt wird. Und diese, ich sag mal, alle gesetzlichen Rahmenbedingungen, die du dann hast und auf dem Tisch links und rechts liegen hast, die nutzt du dann, um Investitionsentscheidungen dann zuzulassen oder auch den dauerhaften Betrieb von Kläranlagen, Kanalnetzen zu überwachen? Die Investitionsentscheidung, dafür brauche ich die gar nicht mal so. Also man guckt sich ja vor Ort die Gegebenheiten an. Ist es sinnvoll, an der Stelle eine Kläranlage jetzt beispielsweise zu bauen oder nicht? Und dem stimmt man dazu, da brauche ich gar keine Gesetze zu. Da geht es eher dann in Richtung Planung, wie soll die ausgerichtet werden? Kann von der Planung her die Anlage alle Regeln einhalten, alle Überwachungswerte einhalten, die wichtig sind? Das wird dann eher der Punkt, wo man dann in die Regelwerke und Co. reinkommt. Also wenn es dann wirklich in die Planung geht und beim Bau noch her, bei der Umsetzung, naja, dann geht es ja eher darum zu kontrollieren, ob die Erlaubnis und Genehmigung, die man erteilt hat, denn auch so umgesetzt wurden, wie man es vorher alles sich überlegt hat. Und dann fährst du zur Baustelle und guckst dir das dann an, oder wie läuft das bei euch ab? Also größere Anlagen habe ich eigentlich, die sind alle in den 90er Jahren überarbeitet und neu gebaut worden. In letzter Zeit habe ich größere Anlagen eher seltener, das waren eher private. Oder mal an einem Rasthof oder ähnliches, wo mal eine einzelne größere. Und ja, da gibt es dann auch danach Bauabnahmen unsererseits. Und wie groß ist wie groß ist der Bereich eurer unteren Wasserbehörde? Vielleicht kannst du da groß mal oder grob mal drauf eingehen. Sind das große Wege, die ihr fahren müsst? Kleinere Wege? Also wir sind ein relativ großer Landkreis bei uns im Land Brandenburg. Viel ländlicher Raum. Also ganz weit unten südlich sind größere Orte Wiesenburg, Bad Belzig, Treuenbrietzen. Oben zum Speckgürtel haben wir Teltow, Stahnsdorf, Kleinmachnow. Um Potsdam rum geht es dann nördlicher Werder, Stadt Brandenburg. Und da hört es dann so auf und wir enden an Sachsen-Anhalt an. Also ich bin schon eine gute anderthalb Stunden, wenn ich im äußersten Zipfel bin, bin ich gute anderthalb Stunden unterwegs von A nach B. Das ist schon aufwendig. Ja. Mhm. Also meine amtlichen Abwasseruntersuchungen, das sind knapp 30 Anlagen, die ich zweimal im Jahr abfahre. Das sind dann 3 Tage, die du unterwegs bist, wo du so knapp
10 Anlagen pro Tag schaffst. Und machst aber du das dann selber? Bist du dann selber Nein. unterwegs? Und ich fange mit. Okay. Und dann gibt's wir beauftragen ein Labor. Es gibt richtig eine Ausschreibung für 5 Jahre, die dann wo aufgelistet wird, welche Anlagen untersucht werden sollen und mit welchen Parametern. Und ich bin jetzt dieses Jahr das erste Mal hier im Landkreis Gott sei Dank endlich mal mitgefahren und habe auch vor, eigentlich immer mitzufahren. Sich einfach blicken zu lassen, mal zu gucken, was auf den Anlagen los ist, ob es Schwierigkeiten gibt irgendwo, wo man helfen kann. Geht ja nicht immer darum, nur Du-Du zu machen, sondern auch mal zusammenzuarbeiten und das einfach Probleme zu lösen, wenn welche da sind. Und freuen die Leute sich, wenn ihr da ankommt und Wasserproben nehmen wollt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also da ich ja dieses Jahr, wie gesagt, hier im Landkreis wurde das früher nie gemacht. In dem alten Landkreis, wo ich früher gearbeitet habe, wurde das immer gemacht. Da war das bekannt und da haben sie sich auch gefreut, wenn man sich dann gesehen hat. Hier waren sie beim ersten Mal dieses Jahr Tatsache echt eher verdutzt und konnten damit gar nichts anfangen. Viele fanden es aber gut und haben gleich Fragen gestellt, mal auch zu anderen Sachen, die jetzt nicht die Kläranlage selber betreffen, aber so den Umgang mit gewissen Sachen bei uns im Landkreis, was Kleinkläranlagen und die Schlemme und Co. betrifft. Also das war recht positiv dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich es weiter schaffe, damit zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass die dann auch sagen, ey, das finde ich ja cool, dass die vom nicht nur Theoretiker sind mal vom Landratsamt dort und von der unteren Wasserbehörde, sondern sich auch vielleicht mal wirklich mal vor Ort das mal anschauen. Und da sind die schon auch wahrscheinlich offen dann, oder? So kenne ich die Leute dann, oder? Sind sie auf jeden Fall. Und ich hatte auch das Anliegen, unbedingt mitzufahren, weil, wie gesagt, in den 90er Jahren wurden die meisten Anlagen gebaut. Und es gab so für 15 bis 20 Jahre eine Erlaubnis. Die laufen jetzt alle ab oder sind schon abgelaufen. Und die haben Anträge auf Verlängerung gestellt. Und es ist schön, wenn man die Anlagen dann wenigstens auch mal gesehen hat. Also wie sind die aufgebaut? Was haben die für Schwierigkeiten oder eben nicht? Dass man da eben die Erlaubnisse auch mal neu fasst und nicht die aus den 90er Jahren halt nimmt. Also so mache ich es jetzt jedenfalls und da freue ich mich schon, dann die einzelnen Anlagen auch kennenzulernen und mal wirklich zu sehen, wo ist was und wo leitet was ein. Und ja, also das war, da war auf dem Bergklettern mit dabei, da war eine Anlage, die haben sie hochgebaut wahrscheinlich, weil die Grundwasserstände so hoch sind, dass wahrscheinlich alles aufgetrieben wäre oder das komplizierter gewesen wäre, haben sie alles auf dem Berg gebaut, das war auch sehr spannend. Okay. Ein Berg, also in Brandenburg muss man sich einen Berg so vorstellen wie quasi 5 Meter, ja? Das ja, ist dann der da Berg. Ein bisschen höher war der schon. Ja. Ich meine, die Tiefe der Becken muss ja da auch betrachtet werden. Nein, das muss man hier nur für die Zuhörer mal sagen. Hier im Süden ist ein Berg was anderes, wo ich jetzt gerade bin, als bei euch, da, wo man früh sieht, wer abends zu Besuch kommt, ne? In Mecklenburg-Vorpommern. Genau, nee, ein Hügel. Hügel, ja, okay, sagen wir Hügel. Ich konnte über einen Baum hinweg gucken, auf jeden Fall. Das aber gerade so. Das ist ja schon mal auch mal lustig, ja. Nee. Ja, und also sag mal, du bist denn ja da, ihr habt dann Wasserproben genommen. Jetzt ist so eine Wasserprobe mal nicht okay. Was macht ihr dann? Also es kommt darauf an, es gibt ja in der Abwasserverordnung die sogenannte 4-aus-5-Regel. Also einmal von 5 Abwasserproben darf so eine Probe auch mal überschreiten, wenn es nicht mehr als 100% sind. Also es darf nicht doppelt so viel sein. Ich sag mal, dann guckt man drüber weg. Das kann mal passieren. Für mich ist es auch eine Frage, ist es jetzt zufällig aufgetaucht? Weiß ich schon vorher, dass Wartungsarbeiten sind oder die was gemeldet haben, dass irgendeine Havarie ist, irgendeine Alge, die auf einmal aufgetaucht ist, die da mit eingreift oder ähnliches, hatte ich jetzt dieses Jahr zum Beispiel. Wir sind trotzdem hingefahren, aber ich werde die nicht so verwerten, weil sie haben vorher ordnungsgemäß alles gemeldet. Die prüfen täglich, dass das alles passt und die versuchen alles, um irgendwie in den Grenzwerten zu bleiben. Und ich werde die nicht dafür bestrafen, gute Arbeit zu leisten beispielsweise. Also wenn ich mich frühzeitig melde, ich habe ein Problem auf der Anlage, wahrscheinlich werde ich die nächste Probe nicht einhalten können, ja. Dann wird wahrscheinlich sehr kulant damit umgegangen. Ne? Richtig, definitiv. Als wenn es was Unwissendes ist und ich vor Ort auftauche und sehe, es steht gefühlt alles unter Wasser, ja, in Anführungsstrichen. Das ist dann, sie müssen auch melden gesetzlich. Das ist verankert, dass die bei uns melden müssen, wenn die irgendwelche Havariefälle haben oder irgendwas ist und müssen auch angeben, wie sie dagegen vorgehen wollen. Was war so der beeindruckendste Vorortbesuch, den du bisher hattest? Kannst du dich da noch an irgendwas Spezielles erinnern? Wo du sagst, oh Gott, so habe ich mir das jetzt hier aber mal gar nicht vorgestellt.
Es gab Tatsache eine Kläranlage. Eine Kläranlage hat jetzt nach außen hin nicht gerade schon das Wort, nicht Klärwerk. Kläranlage ist jetzt nicht nach außen hin das Positivste, was du unter Bürgern so hörst. Ja, es hat eher was mit schlechten Gerüchen zu tun und etc. Und ich bin wirklich auf eine Kläranlage gekommen, die sah auch noch echt übel aus. Kein Rasen gemäht, kein gar nichts. Also das gehört einfach so zum Anblick so dazu. Da war ich echt geschockt. Ja, man hat schon einen schlechten Ruf und den hat man dann gleich noch schlechter gemacht. Das war echt so gut. Ich bin jedes Jahr dahin gekommen, das war jedes Jahr so. Jedes Jahr die gleiche Höhe, oder? Sind ja die allerwenigsten bei uns im Abwasserbereich, die das ist ja wie mein Wohnzimmer, ne? Also manche kenne ich dann, die Kläranlagenbetreiber, die dann wirklich so, das ist wie mein Aushängeschild, wie das bei mir aussieht, ne? Und die dann wirklich auch persönlich beleidigt sind, wenn es nicht gut aussieht bei sich, ne? Ja, aber das ist bei denen auch so gewesen. Aber die haben einfach keine Leute. Also wir sind hier in sehr kleinen Abwasserzweckverbänden. Okay. Oder die Gemeinde macht sie eben wirklich selber. Und hier reden wir von Anlagen für 6.000 Einwohner, für vielleicht 40.000 Einwohner. Das ist dann schon eine große. Die haben echt Schwierigkeiten, das zu machen. Und dann noch die Rohrleitung, die in letzter Zeit immer mehr verstopfen. Da sind sie mehr damit beschäftigt, als einfach den Rasen mehr anzuwerfen. Sie schaffen es einfach gar nicht. Das ist nicht Bio Nummer 1 dann in dem Fall, aber das hat mich überrascht und geschockt. Du bist ja jetzt in Brand. Achso, Daniel, sag. Ich hab das mal gehört, weil du ja gerade auch davon gesprochen hast. Es gibt sehr, sehr viele kleine einzelne Abwasserorganisationen. Da ist das Land Brandenburg ja hinterher. So habe ich das, ich glaube, vor 2 Jahren oder so mal gehört. Da läuft einer umher, Adrian, ne, schöne Grüße. Der versucht, die einzelnen Verbände oder Gemeinden zusammen zu fusionieren oder zusammenzubringen bei der Abwasserentsorgung oder Reinigung, damit das alles ein bisschen professioneller zukünftig vielleicht auch noch abläuft, um da auch die Wertschöpfung hochzuhalten, ne? Es hat alles seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Ich habe hier ein paar größere Verbände, die sind echt gut dabei. Ich habe aber auch kleinere oder wirklich eine einzelne Gemeinde, die wirklich gut in ihrer Schmutzwasserentsorgung ist, die auf viel eingeht und alles, aber ich weiß es nicht. Das ist politisch anders gewollt, das ist definitiv so. Ja. Die versuchen hier, fahren ja auch gerade überall in Brandenburg rum und versuchen, dass da welche fusionieren. Stimmt, habe ich auch schon gehört, ja. Aber es hat seine Vor- und Nachteile, also... Es gibt welche, die gehen echt unter, die haben da ihre Schwierigkeiten mit und andere, das ist auch mal die Frage, wer da gerade zu wem fusionieren will, wird irgendjemand eingenommen, sage ich jetzt mal, der will immer nicht so richtig, weil der hat ja auch seine Daseinsbegründung, ja, und aber ich hatte jetzt hier auch einen, da war es kurz davor, dass die fusionieren, gar nicht mal ein Großer und der Große hat jetzt gesagt, ach, auf meine letzten Tage, so nach dem Motto, der Geschäftsführer, nee, das ist mir zu viel, das jetzt auch noch alle zu übernehmen. Werden wir wohl auch auf junges Blut warten müssen und dann wird es später abgeben. Aber grundsätzlich sagst du, kann man nicht so klar trennen, okay, kleinere haben schlechtere Ablaufwerte und größere haben bessere Ablaufwerte. Das kann man gar nicht sagen, okay. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Es ist eher die Kommunikationsfrage. Es sind eher rechtliche Dinge, die bei den kleineren immer etwas nachhaken, was so diese Satzungen und Co. betrifft, ob die gut geschrieben sind oder nicht. So was Kleinkläranlagen-Themen dann auch so betrifft oder abflusslose Sammelgruppen, Thema Dichtheitsprüfung und so, das ist in den Satzungen sehr unterschiedlich. Und wenn da ein großer Verband dran ist, der Leute hat, der Erfahrung hat, dann ist das einfach was anderes, als wenn es die Gemeinde selber macht. Da sind die Satzungen dann eher schlecht und die haben Schwierigkeiten, gewisse Dinge durchzusetzen, wenn mal was bei den eigenen Bürgern nicht so gut läuft oder die irgendwelche Sachen einleiten, die da nicht reingehören. Ja, also fassen wir doch mal kurz zusammen. Was wir bisher gelernt haben über Behörden oder die untere Wasserbehörde, ihr seid nicht die Abwasserpolizei, aber ihr überwacht das, was uns das Wasserhaushaltsgesetz vorgibt und achtet darauf, dass unsere Gewässer sauber bleiben oder sauberer oder noch sauberer werden und noch besser werden. Richtig. Das, dieser Grundsatz ist ja, das, was ich in Gewässer einleite, sollte ein bisschen besser sein, als das Gewässer selber ist. Und wenn ich nach dem Grundsatz arbeite, so habe ich das mal gelernt, werde ich besser. Und dann habe ich gelernt, dass ihr quasi das dadurch macht, dass ihr Wasserproben zieht von den Kläranlagen und es überwacht, was da so rausläuft. Was macht ihr noch? Außer Kläranlagenabläufe. Außer Abwasser und Kläranlagen? Ja. Oh, sehr viel. Also wir haben was mit Hochwasserschutzgebieten zu tun, also Überschwemmungsgebieten zu tun, wenn die denn mal festgesetzt sind, die Regelungen da drin einzuhalten. Wir setzen fest Wasserschutzgebiete, wenn es um die Wasserversorgung geht. Wir erlauben Brunnen in allen möglichen Größenvarianten, vom Gartenbrunnen bis zum landwirtschaftlichen Betrieb, bis zur öffentlichen Wasserversorgung, bis zu einer bestimmten Größe.
da muss auch alles Mögliche geregelt werden, dass wir nicht zu wenig Wasser am Ende haben oder manchmal ist einfach nicht mehr genug Grundwasser für alle da. Da muss man dann gucken, bei dem einen muss man Nein sagen, beim anderen kann man Ja sagen. Alle Sachen, die mit wassergefährdenden Stoffen zu tun haben. Das heißt, wir sind oftmals in der Landwirtschaft und im Industriebereich unterwegs. In der Landwirtschaft sind es Gülle, Jauche, Sicker- und Silagesäfte. Wenn sie irgendwas rumlagern und da Regen rauffällt, dann kommt da unten nichts Schönes raus. Auch das wird alles geregelt werden, wo es denn hingeht und wo es nicht hingeht. In der Industrie sind wir immer öfter mit Sachen konfrontiert, die nicht gerade nur häusliches Schmutzwasser sind. Da sind dann eben ganz andere Abwässer dabei. Das regeln wir dazwischen. Oh Gott, was machen wir noch alles? Von Heizung, Ölheizung sind wir wieder wassergefährdende Stoffe, Erdwärmeanlagen haben wir noch dabei. Also da habe ich schon mal eine Stunde einen Vortrag drüber gehalten, was wir so alles machen und ich war fast nicht fertig. Und ich habe ihn nicht gehört. Aber es ist ja auch interessant, also ihr macht sehr, sehr viel. Ja. Und den Vortrag hast du wahrscheinlich in deiner Tätigkeit als DWA-Vizevorsitzende von Nordost gehalten? Ja, Herr Professor Beinbruch hat mich eingeladen, genau, an seine Uni. Sehr gut. Da gab es ein Wasserkolloquium und da sollte ich doch mal vorstellen, was die Behörde so macht und weil der begegnet man irgendwann. Das ist die Überleitung des Todes. Erklär uns doch mal, was du in der DWA so machst. Ja, in der DWA habe ich drei Funktionen eigentlich, wenn man will. Also ich bin einmal bei der jungen DWA und mache Stammtische in Berlin, den mache ich noch selber. In Magdeburg habe ich Gott sei Dank Hilfe bekommen. Im Moment droht das ja alles leider ein bisschen. Und da ich, was Technik betrifft, mit diesem ganzen hier heute mit Zoom, letztens war ich doch schon das erste Mal mit der jungen DWA dabei, mit GoToMeeting, mit einem anderen Programm. Das ist alles sehr spannend. Ich hoffe auch mal einen digitalen Stammtisch machen zu können. Das ist also die junge DWA. Dann bin ich im Beirat, sowohl als junge DWA beim Landesverband Nordost, als auch als Vertretung der Behörden und habe es im Landesverband Nordost schon als stellvertretende Landesverbandsvorsitzende geschafft. Da hat man so sein Tun. Man ist bei den Sitzungen so dabei. Ich habe auch schon mal Professor Beinbruch beim einen oder anderen Thema vertreten, wenn er nicht konnte. Wir hatten zum Beispiel das Thema Feuchttücher mal in Berlin, habe ihn mal vertreten, die Begrüßung gemacht und das alles begleitet den ganzen Tag. Ist schon 2-3 Jahre her und so. Also man hat so sein Tun. Das heißt, wenn man sich engagiert, dann wird man auch engagiert, ne? Und so ja. Weiter. Also es ist ja echt viel, was ihr so macht und was du so auch persönlich machst. Ich weiß ja jetzt auch, dass du zum Beispiel auch Mutter bist, ne? Muss man vielleicht auch mal ansprechen. Ja. Wie kommt man damit klar? Als mit der Behörde, kannst du ja mal sagen, wie alt deine Kinder sind? Meine Tochter wird 2 nächste Woche. Und Genau, meine kleine Tochter wird 2 nächste Woche und das alles ist nur möglich, weil ich einen Mann habe, der es mir den Rücken frei hält für gewisse Situationen oder ähnliches. Das funktioniert nicht immer, aber nur deswegen funktioniert. Von der Behörde habe ich eigentlich relativ wenig Rückhalt. Wir sind halt auf einer Landkreisebene, da sind wir ca. 1000 bis 1200 Mitarbeiter im Landkreis, die alles Mögliche tun und genau 10 von der Wasserbehörde. Da sind wir jetzt nicht so wichtig für den Landrat. Ja, ich bin froh, wenn er überhaupt meinen Namen kennt, geschweige denn mein Gesicht. Ja, es ist ja unsere Krankheit so ein bisschen, ne? Dass man immer nur dann wichtig ist, wenn es ein Problem gibt mit dem Wasser, sonst, ja, das ist ja da hält er sich zurück. Wir sind eher so, im Landrat hat sowas wie Hartz-IV-Anträge, sowas wie Ausländerbehörden, sowas wie Baugenehmigungen für Häuser bauen. Das sind alles Sachen, die direkt betreffen und die als Wasserbehörde haben immer bloß Auflagen und machen Du. Okay. Das ist halt schwierig und da ist halt Rückhalt von der eigenen Behörde immer schwierig, weil wir einfach zu wenig sind, die das Thema begleiten. Okay. Was macht dir denn am meisten Spaß an deiner Tätigkeit? Wenn du sagst, Wasserbehörde, ich mache DWA, ich bin Mutter. Was macht am meisten Spaß in dem ganzen Zusammenspiel? Ja, musst du ja jetzt sagen. Meine was macht dir nach Mutter sein am meisten Spaß? Ich bin übrigens auch noch ehrenamtliche Messstellenbeobachterin. Oh, okay. Für Messstellen. Ich habe hier im Umkreis bei mir zu Hause noch 2 Messstellen, wo ich einmal die Woche die Tiefe messen gehe, um zu gucken, wie die Wasserstände beim Grundwasser sind. Okay. Das macht wo kann man sich da melden, wenn man das machen möchte? Wo kann man sich da melden, wenn man das mal machen möchte? Also im Land Brandenburg macht das unser Landesamt für Umwelt. Die suchen auch händeringend in allen möglichen Orten noch. Können wir nochmal einen kleinen Aufruf hier starten? Ne? Ja, meldet euch.
Meldet euch, falls ihr paar Messstellen beobachten wollt und überprüfen wollt von Grundwasserständen. Genau, richtig. Das ist schon spannend. Die sind auch immer, ich habe eine mitten im Ort, die andere ist direkt an der Autobahnabfahrt und mitten im Wald drin. Das ist auch schön. Da gehe ich dann halt gleich mit meinem Hund parallel spazieren. Wenn ich das Wie oft musst du die auslesen? Einmal die Woche. Krass, okay. Das ist schon aufwendig, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, man nimmt halt alles gleich mit. Entweder nehme ich Kind und Hund mit oder nur Hund oder mach's schnell alleine und erledige alles andere danach. Das lässt sich irgendwie immer kombinieren. Und wenn es mal einmal nicht stattfindet, dann ist ja auch mal Urlaub da, dann ist es halt so. Also das akzeptierst du dann auch. Und welche Aufgabe macht dir jetzt am meisten Spaß? Ja, genau. Am allermeisten? Das ist eine sehr harte Frage. Du kannst einen Augenblick überleben, legen, die Pause schneiden wir raus. Das ist schon fast philosophisch. Eigentlich macht es am meisten Spaß, wenn ich alles verbinden kann. Wenn zum Beispiel mal eine Tagung ist und ich meine Familie mitnehmen kann und die dann auch mal was mitkriegen und ich die bei mir haben kann und so. Das ist ganz schwer zu sagen. Ich will gerne arbeiten, ich bin aber auch gerne mit meiner Tochter unterwegs und wenn ich möchte, würde ich sie mitnehmen. Weil sie noch zu klein dafür, wenn sie älter wird, dann würde sie darunter leiden müssen, wenn sie frei hat. Das ist ja vielleicht noch für Leute interessant, die hier zuhören. Wir haben ja jetzt über viele Jobs in der Wasserbranche schon was gehört. Warum soll man denn jetzt unbedingt zur Behörde gehen? Also sag ich mal, ich bin jetzt, studiere vielleicht noch, weiß noch nicht so ganz. Wie kam das bei dir und was würdest du jemandem sagen? Was müsste man mitbringen oder wie müsste man sein, damit man unbedingt jetzt bei der Behörde richtig aufgehoben ist, bei der unteren Wasserbehörde? Also es ist sehr vielseitig, habe ich ja vorhin schon erwähnt, was wir alles so haben und nicht haben. Einiges davon hatte ich im Studium nicht mal. Das ist halt wahnsinnig umfangreich, abwechslungsreich. Es ist eben, das kann man selber so ein bisschen entscheiden, wie man sich seine Tage so legt. Es ist nicht nur am Rechner und Computer Genehmigung schreiben, sondern man ist eben auch draußen, macht Kontrollen oder fährt Bauabnahmen oder Ähnlichem. Die Abwechslung ist einfach total super. Aber wir sind in einer Verwaltung. Und die Mühlen mahlen sehr langsam. Da muss man sich dran gewöhnen. Jetzt ist die Frage, was gibt einem mehr? Also man hat viele einzelne Projekte auf dem Tisch. Man hat nicht so ein Großprojekt, was man wochenlang bearbeitet, sondern am Tag irgendwie gefühlt 20. Und das muss man wissen. Ist man eher so jemand, der sich reinfuchst und lieber eins macht und total ins Detail geht? Oder hat man lieber viel Abwechslung und macht alles Mögliche? Da muss man echt der Typ für sein. Also das haben einige schon festgestellt, die dann auch gerne wieder gegangen sind, die einfach gesagt haben, okay, dieses ständige Dauern und hier hinspringen und da hinspringen und so, das ist nicht mein Ding. Ich bin halt jemand, der hat lieber ein Projekt an der Backe, so wie im Ingenieurbüro, und kümmert sich wochenlang darum und bis ins Detail und von morgens bis abends, das ist echt typenabhängig. Also das, man sollte mitbringen, dass man nicht immer ins Detail gehen kann. Da muss man manchmal auch Augen zumachen oder kann nicht überall sein. Das ist einfach so. Und wirklich langsame Mühlen, was so gewisse Techniken betrifft. Homeoffice ist etwas, was mir total neu ist seit Corona. Ich habe null Zugänge. Ich schleppe hier Daten hin und her über Handy. Ich kann nicht mal mein Telefon weiterleiten. Also die technische Digitalisierung ist in der Behörde eher nicht fortgeschritten, meistens. Das kommt auch noch. Es kommt noch. Ja. Ich hoffe, dass Corona jetzt dafür sorgt, dass das jetzt immer mehr so kommt, weil das macht es auch nicht einfacher, Homeoffice. Wenn ich dann auf Arbeit mal einen Tag bin, dann bin ich damit einen Tag beschäftigt, alles nachzuarbeiten. Alles dahin zu speichern, wo es hingehört, alles in Programme einzutragen, auszudrucken, wegzuschicken. Es ist spannend. Was könntest du denn, du hast ja so ein bisschen jetzt erzählt, was würdest du denn jungen Wasserwirtschaftlern empfehlen? Was sie in der Wasserwirtschaft erleben sollen oder warum sie den Weg in die Wasserwirtschaft gehen sollen? Warum sie den Weg in die Wasserwirtschaft gehen sollen? Bei mir war es Tatsache der Grund, dass ich was für die Umwelt tun wollte. Und ich denke, Wasser ist unser Lebensmittel Nummer eins. Das ist unser Erholungsort Nummer eins, habe ich festgestellt. Der Mensch fühlt sich sehr wohl am Wasser, auf dem Wasser etc. und so weiter und so fort. Und wer irgendwas für die Umwelt tun will, der kann es in der unteren Wasserbehörde auf jeden Fall tun. Gut, was würdest du ganz vorne mit dabei? Was würdest du neben den jungen Wasserwirtschaftlern, gestandenen, schon berufstätigen Wasserwirtschaftlern ans Herz legen, jetzt aus deiner Behördensicht, zum Beispiel Kanalnetz, Kläranlagenbetreiber, wie sie auf die Wasserbehörden zugehen sollen? Was hilft dir oder was erwartest du von Betreibern?
wenn Probleme sind, bei der Wasserbehörde melden. Also ich kann nur für mich sprechen. Die Wasserbehörden-Mitarbeiter sind sehr unterschiedlich. Die Gesetze sind so ausgelegt, dass man viel hin und her sagen kann. Da kann die Behörde neben mir in Teltow-Fleming ganz anders reagieren teilweise, als ich es hier tun würde. Das ist wirklich mitarbeiterabhängig. Und ich kann immer nur sagen, sprecht mit der eigenen Wasserbehörde. Und wenn Probleme, Schwierigkeiten sind, Anträge zu stellen sind oder Ähnliches, sich zusammensetzen hilft meistens. Aber auch da kommt man leider auch an Schnurköpfe. Und wenn man mitbekommt, dass da ein Wechsel ist, versuchen an die neuen Leute heranzutreten. Wenn da neue Leute an der Stelle sind, dann sollte man die kennenlernen und gucken, dass man einfach, wie arbeitet man zusammen, wie ist man zusammen, und man kennt seine Pappenheimer dann irgendwann, und das ist auch gut so. Das ist doch nochmal ein guter Aufruf. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Fragen? Ja, ich würde ja absichtlich einen Störfall bei mir inszenieren, damit die Jennifer mal auf meiner Kläranlage vorbeikommt. Um sie kennenzulernen. Nee, ich kenne sie ja dann schon, und dann würde ich halt einmal im Jahr einen unbedeutenden Störfall haben, wofür ich dann die Hilfe der Wasserbehörde in Anspruch nehmen würde. Ihr kommt ja dann auch gern vorbei und helft mit eurer Fachexpertise, was ihr auch von anderen Kläranlagen kennt. Und das würde ich, so würde ich das ja machen. Ansonsten würde ich mich einfach freuen, wenn viele so lustig und auch proaktiv unterwegs sind wie du. Ich habe als zuerst an dich gedacht, wenn ich an Behördenvertreter denke. Und da freue ich mich auch drüber. Ich denke ja auch, dein Berliner Akzent passt auch ganz gut rein in unsere Runde. Wir hatten ja schon Sächsisch, Schwäbisch, Kölsch, was hatten wir noch alles? Daniel bringt immer das Norddeutsche mit rein. Und ja, willst du noch irgendwas vielleicht an unsere Milliarden Zuhörer von unsere Helden des Abwassers da draußen vielleicht mitgeben? Ich habe noch ein Anliegen, einen Aufruf. Ein Anliegen, ja, mach das. Ja, und zwar für die junge DWA. Wir sind ja beim Landesverband Nordost ein sehr großer Bereich. Wir haben ja Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin unter unserer Fittich. Und in Mecklenburg-Vorpommern, sprich an der Küste, Rostock, Wismar, ähnliches, da fehlt mir noch ein Stammtisch. Ja, da fehlt irgendwie ein Stammtisch. Wenn wir jetzt jemanden kennen würden, der aus Mecklenburg-Vorpommern ist, in dieser Runde, der quasi das auch organisieren könnte in Mecklenburg-Vorpommern. So mit langen Haaren. Dann mal hier melden, und dann gucken wir mal, wie man damit umgeht und wie wir das, wem wir da ansprechen, vielleicht mit einer Hochschule anzufangen oder ähnliches, dass man die auch bekommt da an der Stelle. Genau. Gut, das ist dann ein Aufruf. Vielleicht meldet sich ja jemand bei uns. Dann geben wir das einfach mal an dich weiter. Also ein Aufruf an alle Leute, die Zeit, Spaß haben. So ein Stammtisch. Ich kann sagen, die Runden sind immer mega lustig. Ne? Es macht Spaß, selber sowas mitzumachen und mitzuerleben. Das macht unheimlich viel Spaß. Aber es ist auch schon ein bisschen Aufwand dahinter, so einen Stammtisch zu organisieren, zu gründen. Aber vielleicht meldet sich ja der eine, der Spaß daran hat, der Zeit vielleicht hat. Ich leite das dann an dich weiter, Jenny. Ja, ja. Und dann kriegen wir das schon alles hin. Machen wir so. Cool. Klaus, also ich möchte mich auch nochmal bedanken. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, danke, Jenny. Und merkt euch immer, Panta Rhee, das Wasser fließt immer bergab, ne? Also, ciao.